Der Herr von Nazareth. Der Herr Pfarrer, grüß Gott. Servus. Na, auch noch ein Käffchen in der Pause. Ach, einer muss noch. Du, frohe Ostern wünsche ich dir noch. Naja, froh. Ich würde mal eher sagen, Todestag mit Happy End, ne? Und? Hast du schon Ostermauldäschle gehabt? Ostermauldäschle? Ja. Nee. Ist doch Quatsch. Hä? Wieso denn? Das hat doch nichts mit Ostern zu tun. Ja, klar. Ostermauldäschle sind für mich Ostern. Ja, aber so traditionell gesehen, Herr Pfarrer? Wie traditionell? Ha, vom Ursprung her? Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. Weißt du denn gar nicht, warum wir Ostern feiern? Ja doch, klar, damit die Kinder Ostereier suchen können. Oh, Vater, wen hast du da angestellt? Wie jetzt, Vater? Egal, sag mal, du weißt doch, wer ich bin. Ja, logisch. Und dann weißt du nicht, was mir an Ostern passiert ist? Ja, doch, so ein bisschen natürlich schon. Ich höre. Ostersonntag bist du auferstanden. Wovon? Aus dem Bett. Aus dem Grab, Herr Pfarrer. Was soll denn das gehen? Die haben mich gekreuzigt und Ostersonntag bin ich wieder aufgestanden. Und am Ostermontag? Da bin ich losgelaufen. Was? Wohin denn? Ah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ist eine Weile her. Seltsam. Jetzt frag ich mich aber, wozu ist eigentlich Pfingsten da? Pfingsten ist sozusagen, also ja. Sehe ich auch so. Und Christi Himmelfahrt? Das ist, glaube ich, immer 40 Tage nach Ostern und da war also, da bin ich in den Himmel gefahren. Stimmt, aber da ist doch auch Vatertag. Wieso denn eigentlich das? Na, weil die Väter sind quasi stellvertretend für meine Jünger. Deine Jünger? Meine Follower. Ah, das heißt, deine Follower haben sich damals auch schon so richtig schön einen angesoffen an den Tag. Zumindest einer, mieser Verräter. Was du alles weißt, war ja dabei. Schon wieder seltsam. Was ist eigentlich mit Karfreitag? Karfreitag bin ich, also da haben sie ja, mich... Ja, was denn? Ah, weißt du, schwieriges Thema. Okay. Und Kar-Samstag, da weißt du doch bestimmt noch, was abging, oder? Kar-Samstag. Gar nicht so einfach, oder? Ich glaube, da habe ich durchgepennt. War eine harte Nacht. Echt? So heftig? Ich dachte mir irgendwann echt, ey, wenn das rum ist, dann mache ich 3 Kreuze im Kalender. Wieso denn jetzt schon wieder 3 Kreuze im Kalender? Jetzt bin ich total verwirrt. Stimmt, marketingtechnisch echt nicht so gut. Aber eins will ich dann doch noch wissen. Hm? Palmsonntag. Was ist dieser Palmsonntag nochmal? Schwierig. Weiß doch kein Mensch, oder? Ich sag dir das jetzt. Ja, dann sag. Also, ja? Palmsonntag. Bin ich auf dem Esel geritten. Wieso denn auf einem Esel? Gab's da keine Pferde oder was? Mann, jetzt frag doch nicht immer so blöde Sachen. Okay, okay. Aber ich sag mal so, auf dem Pferd wärst du definitiv schneller gewesen. Weiß man's? Du bist schon nach den Sauriern aufgewachsen, oder? Egal jetzt. Also, Palm, Grün, Christi. Moment, also. Jesus reitet auf dem Esel am grünen Palmtag. Nee, jetzt verwechselst du was. Nee, stimmt. Grünsonntag, bist du auf dem Pferd geritten? Nach Jerusalem. Hey, warte, was? Wohin? Von vorne. Okay. Ostermontag hab ich Geburtstag. Hä? Ich dachte an Weihnachten. Osterpalmfreitag war doch die Auferstehung. Genau, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Okay, also nochmal. Pfingsten war 30 Tage danach. Am Gründonnerstag. Vor Ostern. Also Ostermontag. Nee, Ostersamstag, dachte ich. Was war da nochmal? Ja, da hast du doch durchgepennt, hast du gesagt. Stimmt, wegen Vatertag. Good old times. Okay, das heißt, am Vatertag bist du wieder auferstanden. Und am grünen Donnerstag bin ich auf dem Esel geritten. Hä? Ich dachte am Mittwoch vor Ostermontag. Du bist mir so ein Pfarrer. Ich versteh's einfach nicht. Was macht man jetzt nochmal an Ostern? Na, Ostermauldäschle essen. Sag ich doch. Das war kein schönes Gespräch. Danke, ebenso. Ja, ich muss dann auch mal weiter. Ich muss mal Wein besorgen. Oh, das kann ich nicht mehr sehen. Ach, mit dir ist aber auch nicht einfach. Ach, nur mit dir oder wie? Touché. Also, bis dann, Herr von Nazareth. Tschüss, Herr Pfarrer. Und das war's auch schon wieder, hier von uns aus der Brenz-WG. Habt ihr irgendwelche Themen, die wir mal angehen sollen, dann schreibt uns gerne Mail an redaktion@brenzwg.de oder lasst uns in den Kommentaren da. Noch eine Möglichkeit, abonniert einfach unseren TikTok-Channel, da findet ihr uns nämlich ab jetzt auch. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und Benachrichtigungen an, damit ihr auch ja nichts mehr von uns verpasst. In diesem Sinne, ciao!